Welcome to the podcast series of The Local Project, where teachers and students share their experience working with linguistic landscapes inside and beyond the classroom walls. Hope you enjoy. Bonjour und hallo. Ich bin hier mit Ruth Flörke-Meyer, eine Lehrerin für Französisch und Biologie am St. Witte-Gymnasium in Zeven. Und sie hat eben gerade unterrichtet, eine 8. Klasse. Und das war französischer Unterricht einmal anders, nämlich mit Linguistic Landscapes. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was deine Erfahrungen sind, was du für Eindrücke mitgenommen hast. Genau. Also ich würde ja so sehen, dass das Unterrichtsziel die Bewusstmachung des Vorhandenseins von solchen Sprachlandschaften ist. Mhm. Und ich denke, das ist gut gelungen. Mhm. Ich denke, es ist noch nicht sehr gut gelungen, denn mir fehlte noch so ein bisschen, das ist einfach zeitlich geschuldet, es fehlte einfach noch so ein bisschen noch eine weitere Ausweitung. Mit dieser Gruppe habe ich ja so ein kleines bisschen auf Zeven dann noch ausgeweitet. Das habe ich in einer anderen Gruppe zum Beispiel nicht geschafft. Mhm. Weil die ja keine Hausaufgabenzeit hatten dazwischen, sodass ich das Ganze ein bisschen kürzen musste. Das heißt, da wäre durchaus der Bewusstwerdungsprozess könnte noch vertieft werden, würde ich sagen. Mhm. Es wurde aber auf jeden Fall bei den Schülern auf jeden Fall zumindest teilweise erreicht, sodass man das Lernziel der Bewusstwerdung durchaus als grundlegend erreicht auf jeden Fall ansehen kann, denke ich. Mhm. Und gab es Situationen, die du als gelungen beschreiben würdest? Situation. Ja, ich fand's gut, was die Schüler gesagt haben zu diesem Vergleich von Sprachenlandschaft und Sprachdschungel sozusagen, wo sie wirklich auch darauf von selber, auch ohne dass ich da anleiten musste, auch sich überlegt haben, was dann auch sprachlich so der Unterschied dazwischen ist und was das so bedeuten kann. Mhm. Und was es für sie bedeutet natürlich auch. Das fand ich gut. Mhm. Ich fand auch durchaus gut, dass sie sich schon so ein bisschen in diese Reflexionsebene gehoben haben, als es dann darum, dann auch um diese Reflexionsphase ging, zu sagen, worin liegt das begründet, das mit den verschiedenen Sprachen und dass es in Hamburg mehr ist und in Zeven zum Beispiel weniger. Mhm. Das fand ich auch gelungen, ja. Ja, und gab es auch Situationen, die du als weniger gelungen wahrgenommen hast? Ja, vielleicht war ich nicht super zufrieden mit, also es gab bei den Aufgaben ja diesen inhaltlichen Teil, wo sie sich erstmal mit dem Inhalt auseinandersetzen sollten. Mhm. Und es war dann doch so, dass dieses in die richtige Reihenfolge bringen. Mhm. Da hatten beide Gruppen tatsächlich Schwierigkeiten mit. Okay. War jetzt auch nicht tragisch und das ließ sich auch relativ leicht lösen. Ist sonst auch kein Problem. Nur hier war ja das Unterrichtsziel eher diese Bewusstwerdung, mhm, und nicht das Leseverstehen. Das war halt eher so, das wäre dann vielleicht so eine Leseverstehensaufgabe. Vielleicht würde ich das nächste Mal doch noch mal ein bisschen vereinfachen, mhm, damit man sich damit einfach zeitlich nicht zu lange aufhängt. Mhm. Das wäre vielleicht ein Aspekt. Ansonsten. Nee, ansonsten. Okay. Fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ja, ja. Und das Material, mit dem du gearbeitet, mhm, hast, fandest du das geeignet für die Klasse? Und wenn ja, warum? Warum nicht? Ja, fand ich geeignet, weil es vom Schwierigkeitsgrad wirklich eigentlich perfekt war. Mhm. Das war so, dass die gerade den Text in der Prezi zum Beispiel, so sagen wir bei der Durchschnittsschüler, natürlich gibt es ja bessere und schwächere, ist ja ganz normal, aber dass sie im Durchschnitt damit recht gut klarkamen, ohne jetzt irgendwie 1000 Wörter nachschlagen zu müssen und, mhm, das verstehen konnten, auch die Aufgabenstellung ebenso. Was dann halt vielleicht noch ein bisschen schwierig war, war dann zu schauen, dass sie auf dem Aufgabenbogen manche Fragen einfach auf Französisch beantworten konnten. Mhm. Andere wären aber schwierig, zum Beispiel Bedeutungen
Bedeutungen zu erklären oder sowas, ist für sie vielleicht noch ein bisschen zu schwer. Oder es wäre möglich, aber man müsste dann vielleicht noch ein paar mehr Ausdrücke vorgeben und man müsste mehr Zeit haben vor allem. Okay. Ja, und dadurch, dass ich ja jetzt quasi nur eine Doppelstunde hatte, war das dann insgesamt ein bisschen zu viel. Mhm. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr reduzieren müssen. Ja, ja. Und wie fandest du das für das Unterrichtsziel geeignet, das Material? Fand ich gut geeignet, ja. Okay. Und wie konntest du mit dem Material umgehen? Also konntest du mit dem Material gut umgehen? Warum oder warum nicht? Ich konnte mit dem Material gut umgehen. Dann dabei einmal diese Prezi-Präsentation und das war ja relativ klar strukturiert. Und dann die Aufgaben dazu. Und das war jetzt nicht, also es war jetzt nicht besonders kompliziert. Alles gut. Thank you for listening. Please stay tuned to our website and YouTube channel. New and inspiring podcasts are coming soon.